Ja, hallo, hier ist der Frank von fotologbuch.de mit einem kurzen Quick-Tipp zu Adobe Photoshop. Und in dem heutigen Quick-Tipp soll es nochmal um das Thema Farbaufnahme gehen und ja, zwei, drei Sachen, die man beachten muss, wenn man dann zum Beispiel ja, mit dem Pinsel dann später auch Sachen im Foto reparieren möchte, was ja in einer der nächsten Folgen kommen soll. So, ich habe jetzt hier erstmal das Pinselwerkzeug aktiviert und ja, wie können wir jetzt eine Farbe aufnehmen, wenn wir zum Beispiel hier solche Sachen ja, reparieren wollten? Variante 1 ist, wir klicken hier mal in dieses Farbfeld. Und können dann hier ja direkt sagen wir, Farben im Foto aufnehmen. Wenn man auch ja, Farben außerhalb des Fotos aufnehmen wollte, könnte man auch mit gedrückter Maustaste hier ja, diesen Bildbereich verlassen. Aber ihr merkt schon, okay, wenn ich das hier mache und ihr achtet mal hier so einfach auf diesen Punkt, der da hin und her springt, bitte, dann seht ihr, der zappelt doch ziemlich doll hin und her. Und ich bin im Moment noch nicht mal gezoomt. So. Zweite Geschichte, ich kann natürlich die Farbe auch aufnehmen, wenn ich hier sowieso schon das Pinselwerkzeug aktiviert habe, indem ich einfach mal die Alt-Taste gedrückt halte, weil dann wird dieses Pinselwerkzeug zum Farbaufnahmewerkzeug. So, und jetzt könnte ich hier genauso wieder Farben aufnehmen, aber auch hier, wenn ihr mal darauf achtet, zappelt er entsprechend hin und her. Und das ist das zweite Problem, was wir natürlich ja, aufpassen müssen, wenn wir sowas auch zum Reparieren nutzen wollen, dass wir dort sag mal, ja, einen gewissen Durchschnittsbereich bei der Farbaufnahme haben und nicht nur exakt das Pixel, wo wir gerade durch Zufall vielleicht hinklicken. Und ja, für dieses Prinzip habe ich mal diese Skizze hier vorbereitet. Und ja, gucken wir mal wieder auf diesen schönen Punkt, der hier hin und her springt. Wenn ich jetzt mit gedrückter Alt-Taste hier Farben aufnehmen möchte, dann seht ihr sehr schön, springt dieser Kreis jetzt immer schön von schwarz nach weiß, immer hin und her. Weil natürlich klar, hier so ein ja, konstanter Übergang, ständig so ein harter Übergang ist. Wie könnt ihr das vermeiden, beziehungsweise wie könnt ihr einen ja Durchschnittswert dann später auch im Foto aufnehmen? Gucken wir mal ganz kurz hier in das Pipettenwerkzeug, nämlich Farbaufnahme, und dann können wir hier so einen Aufnahmebereich definieren. Den habe ich jetzt mit Absicht mal auf einen Pixel gestellt und schalte den jetzt zum Beispiel mal etwas extremer, ja, ruhig auf 31 mal 31 Pixel, aktiviere wieder mein Pinselwerkzeug. Und versuche mal jetzt Farben aufzunehmen. Ich gehe über die gleichen Bereiche und ihr seht sehr schön, dass hier dieses wilde Gezappel auf einmal ja nicht mehr da ist. Gehen wir mal in das originale Bild rein. Auch hier springt der gar nicht mehr so hin und her, sondern ich habe ja schon hier einen Durchschnittswert, der hier gebildet wird, der dann für die Farbaufnahme dann genutzt wird. Und das ist ganz hilfreich. Das heißt, ihr müsst immer gucken später, wenn ihr diese Farben auch aufnehmen wollt, zum Beispiel zum Reparieren oder was auch immer, dass euer Aufnahmebereich entsprechend natürlich definiert ist, je nachdem, in welchem Umfeld ihr reparieren oder malen wollt. Ja, also die zwei Sachen, wie kann ich Farben aufnehmen und vor allen Dingen, wie muss ich hier meinen Aufnahmebereich definieren mit dem Pipettenwerkzeug, wenn ich etwas mit dem Pinsel malen möchte. Ja, das war's, auf was ich euch heute einfach kurz hinweisen wollte. Ich bedanke mich wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.